Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Wir zocken About 2. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Den ersten Teil habe ich vor langer Zeit mal auf meinem Kanal gezeigt. Und zwar ist das ein Escape Room Spiel. Und das spielt in einem Apartment, ein sehr interaktives Apartment. Wir können mit allem interagieren und müssen dann logischerweise ja, Escape Room machen. Wir müssen aus dem Raum entkommen, wie das halt bei solchen Spielen ist. In der Bude bei mir gibt es alles zum Thema VR und AR. Danke an meinen Sponsoren Woodghost VR, Oppermann Events, Peter Wasmeister, Ronix, Andi Felser und VR Ambassador. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Bude.de. So Leute, willkommen im Spiel. Und ja, wir fangen jetzt hier erstmal in einem Aufzug. Guck mal hier. From Drone to You. I'm so excited that you're coming to see the apartment. Henry was not the kind to take care of this home, so it's a bit of fixed upper. On the plus side, you will get all of these belongings. Ah, also der freut sich, dass wir wieder im Apartment sind und der Henry, der hat es nicht so mit Sauberkeit, aber als Vorteil können wir halt alles mitnehmen, was ihm gehört. So. Loading. Hey, are you okay? Hi. Oh, welcome back. You cool. Fell from the second floor. And it put you out for a good 20 minutes. But you seem to be intact. More or less. Oh, Index Controller. Flashlight. Oh, there, it's on. There was a power outage right before your fall. It seems to have knocked out all of District 8. If we don't get it up and running soon, the results will be unpredictable. Huh. Luckily, all you need to do is to log into the workstation on the desk and reset the grid. The grid? Workstation? Oh, wir könnten uns hier rumbewegen. Ach du Sch... Press here to boot. Schön haben sie es hier. Na, hier ist ein Stromanschluss, müssen wir uns vielleicht mal merken. Ich hoffe, das hier ist nicht wichtig. Hier können wir anscheinend... Oh nein. Oh mein Gott, wir können hier irgendwas basteln. Das muss doch bestimmt hier rauskommen, oder? Weiß ich noch nicht. Oh. Ah. You found the tiny train. Ach. I remember Henry sitting hours painting these little things. Haha, what a nerd. I would love to see the train go through that tunnel. But you need to start by the powered rail. Ah. Moment. Stell mal kurz dahin. Moment. Ich weiß nicht, wofür diese Karte ist. Wir müssen nicht unbedingt da lang, aber das Problem ist, Junge! So. Yes. Hey. Wie rum ist das denn richtig so, ne? Und wie startet man das jetzt? Kein Power. Okay. Merkwürdig.
Ja, keine Ahnung. Also die Schienen sind jetzt im Tunnel. Vielleicht muss man das hier irgendwo anders starten. Seht ihr da irgendeinen Knopf? Ist da hier ein Knopf? Ne. Was auch immer. Werden wir wahrscheinlich irgendwo rausfinden. Oh mein Gott. Hey, hier sind noch mehr von den Dingern. Aber wozu brauchen wir die? Wir haben das doch schon so, wie die das haben wollten. Oder fährt der nur andersrum? Nee. Strange. You found a tiny train. Ja, ich hab da gestartet. Ich weiß nicht. Gut, da brauchen wir eine Zahl für, die wir noch nicht haben. Wozu sollen denn die ganzen Schienen gut sein? Hier ist auch noch irgendwas. Oh. Why was the robot angry? Because someone kept pushing his buttons. Kann das mal einer aufmachen? Da muss offensichtlich irgendwas drauf. Da ist eine Pfeife. Drone Usage. Nicht, dass hier noch irgendwas ist, was... Ernsthaft? Noch mehr Schienen? Aber wozu? Wozu brauchen wir die denn alle? Da ist übrigens das Glas kaputt. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwann wichtig ist. Da sieht aus, wenn da auch irgendwas fehlt. Das ist eine Glühbirne. Oh nein. Da liegt ein Puzzle. Das scheint ein Papierkorb. Hey, guck mal. Die Karte haben wir. Ha! Ein Laser. Das ist ja interessant. Gott, hier sind tausend. Da ist ein Schlüsselloch. Okay. Oh mein Gott, das ist ganz schön viel Zeug hier. I guess he won't have to worry about his weight anymore. I do miss him though. We had some good times. 77 Kilo soll er wiegen. Laserreflektor. Interessant. Noch mehr Schienen. Noch mehr Schienen. Okay, wir haben den Mars hier. So. Vielleicht können wir das Fenster kaputt machen. Nein. Hätte ja sein können. Wofür könnten wir den benutzen? Nein! Nein! Oder der geht ja auch so, ne? Ja. Das ist natürlich interessant. Wir brauchen, ich wüsste noch nicht. Vielleicht
Muss das hier auf diesen Punkt da? Nee. Keine Ahnung, weiß ich jetzt noch nicht. Der Mars. Vielleicht können wir den lasern. Nee. Was ist das? Ah, es funktioniert nicht so ganz immer hier, diese ganzen. Keine Ahnung, was das hier ist. Hä? What the? Was ist denn? Das ist ein QR-Code. Das ist ein QR-Code. Wie da. Ja, aber wie soll ich den denn jetzt... Soll ich jetzt mit meinem Handy durch die Linse filmen? Keine Ahnung. Ich schätze mal, dass wir hier irgendwie eine Kamera oder irgendwas dran machen müssen, ne? Boah, hier, da bist du echt überfordert mit diesem ganzen Kram. Hey, let me tell you a joke. Why shouldn't R2-D2 be allowed in movies? He says so many foul words, they have to bleep everything he says. Ha, 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 ha. Hilarious, I know. Hä, wozu soll das gut sein? Ach, Moment! Das muss ganz rumgehen! Holy shit! Okay. Das kriegen wir hin. Vielleicht. Okay, dann brauchen wir doch noch ein paar Tonnen von den Dingern. Gut, können wir direkt schon mal. Ist ja klar, dass der hier dran muss. So, gut, dann müssen wir noch ganz viele finden. Dann hier noch einen. So, was ist das? Das haben wir doch hier gesehen. Ah! Was ist denn hier jetzt los? Okay, den tun wir direkt auch mal da hinten hinlegen. QR-Code. Hier ist irgendein Symbol. Oh, oh man. Broken CPU. Oh my. Poor thing. What a fate. I really hope that is not contagious. So would you please keep that away from me? That computer really needs a new CPU. I'm quite certain there is one laying around here somewhere. The laser by the table could be angled anywhere. Do we need multiple lasers somewhere? That power coil for the stair is broken. If we find a new one, we could reactivate the stairs. What? Ach so, der kann uns auch Tipps geben. Let me pick that up for you. Hey! That's fine. I don't mind. Sag mal, du blöder Penner! Das brauche ich doch da! Bist du bekloppt? Ich... Super! Und dann auch noch hinschmeißen, du Idiot! Oh Mann, ey. Wir haben schon den Mars und den Uranus. Gut. Bitte lass das nicht. Oh nein. Nee, sieht nicht aus, als wenn wir das zusammenbasteln müssen.
Hä? Was zum... Mal die Papierschnipsel. Sorry about the mess. After Henry passed away, my setting was not set to cleaning. Das ist ja interessant. Wir haben hier jetzt auch einen QR-Code. Ah, guck mal. Hä? Ne, hier unten? Nein! Hier unten sehen wir den Schatten von dem Ding. Sieht gut aus, ne? Das könnte der sein. Oder sind die alle gleich? Ja, die sind alle gleich. Okay, das ist genau der, der hier auf dem Boden ist. Aber was genau bringt mir das jetzt? I'm at your service, sir. So, die Treppen sind kaputt, hat der gesagt. Wir brauchen hier eine neue Glüh- oder Power-Core oder wie auch immer. Gibt's hier irgendwas? Schraubenzieher 1985. Aha. Das probieren wir doch direkt mal aus. Hä? Wir können doch teleportieren. Ja. Nein! Der ist fünfstellig. Ich bin verloren. Kacke. Ja, das wäre auch ein bisschen arg einfach gewesen, ne? Was zum... Da steht was! Follow the line. Was für eine Line? Follow the line. Boah, ist da viel. Hier ist. Oh nein. Hier ist auch wieder so ein Kreis. Ich weiß noch nicht so genau, was das alles ist. Wir brauchen Schraubenzieher. Hier ist auch ein QR-Code. Hier sind überall QR-Codes. Ja. Hä? Ist das ein Schraubenzieher? Schraubendreher? Screwdriver! Perfekt! Hey, ich kletter da einfach rein! Irgendwas, was saugt. Mist, der drückt mich zurück, der Sack. Das geht nicht. And you just came here to check out the apartment before the power outage. But now it seems like you have to get familiar with every inch of this place. Haha, I guess you'll know what you'll get if you still want. Überall QR-Codes drauf. Oh Mann. Oh Mann. Ist das. Das ist eine CPU. Oh nein. Ah, jetzt. Cool. Alter. Boah, das ist aber cool, oder? Das gefällt mir gut, das Spiel. Das ist schön gemacht, auf jeden Fall.
somewhere in this apartment. Henry wiped my memory of them, so I can't remember. Oh, now it's like a treasure hunt. Was für ein Slot? Das da? Ich weiß nicht, was der für Slots meint. Junge! Ja, jetzt habe ich kaputt gemacht. Das geht nicht mehr auf. Ich glaube, das ist richtig so, oder? Ja. Für irgendwelche Data-Disks. Boah, Leute, das ist aber krass, oder? Ich würde sagen, ja. Ich will ja jetzt natürlich auch nicht alles schon zeigen. Ich werde auf dem englischen Kanal ein bisschen weiter zocken. Und dann erzähle ich euch mal, wie das weitergelaufen ist. Wenn ihr das selber schauen wollt, gerne. Unter dem Video findet ihr meinen Link zu meinem englischen Kanal. Wir gehen zurück ins Studio und dann reden wir darüber. About 2. Ja, was soll ich sagen? Ist cool, macht Spaß. Und ja gut, am Anfang ist man, oder was heißt am Anfang? Die ganze Zeit ist man völlig erschlagen von diesen ganzen Sachen, die da möglich sind. Ne? Also da ist ja wirklich alles Mögliche an Zeug, was du irgendwie benutzen kannst. Ne? Und auf dem englischen Kanal bin ich auch noch ein bisschen weitergekommen. Und du hast ja auch diesen Roboter, der dir auch immer Tipps gibt, falls du nicht weiterkommst. Also absolut schönes Escape Room Spiel für 12,49. Da kannst du überhaupt nicht meckern. Wir können es auch auf allen VR-Brillen zocken. Alles gut. Und ja, von mir gibt's Daumen nach oben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen wäre geil. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao.